Moin Leute, hier spricht Emre und wer kennt das nicht? Ihr chillt an eurer Konsole, spielt gemütlich euer Lieblingsspiel und erhaltet eine Nachricht. Da ihr so ein super toller Mensch seid, möchtet ihr der Person selbstverständlich ausführlich antworten. Leider kann es mit der gewöhnlichen Eintipp-Methode mithilfe des Controllers schon mal etwas dauern, um eine längere Antwort einzugeben. Doch damit ist nun endlich Schluss. Wir zeigen euch, wie ihr mit der Tastatur eures Handys blitzschnell Nachrichten an eure PSN-Freunde verschicken könnt. Dafür gibt es zwei Methoden. Für die erste Methode benötigt ihr die PS Messages App auf eurem Smartphone. Habt ihr diese noch nie benutzt, müsst ihr euch vorher mit euren PSN-Daten anmelden. In der App könnt ihr nicht nur sehen, wer von euren Freunden online ist, sondern auch direkt Nachrichten senden. Drückt dafür unten auf Nachrichten, wählt einen Freund aus und hämmert in die Tasten. Die App bietet zusätzlich ein sehr cooles Feature. Indem ihr der App genehmigt, auf eure Fotos zuzugreifen, könnt ihr sogar Fotos aus eurer Medienbibliothek verschicken. Für die zweite Methode benötigt ihr die App PS4 Second Screen. Als erstes müsst ihr sicherstellen, dass euer Smartphone und eure PS4 mit demselben Netzwerk verbunden sind. Als nächstes öffnet ihr die Einstellung auf eurer PlayStation 4. Drückt anschließend auf Einstellungen der Verbindung über die mobile App. Dann nur noch auf Gerät hinzufügen drücken und in der PS4 Second Screen App eure Konsole auswählen. In der App müsst ihr nun den Code eingeben, den euch eure PS4-Konsole anzeigt. Nun könnt ihr, sobald ihr ein Nachrichtenfenster offen habt, euer Handy schnappen, oben aufs Tastatursymbol drücken und gemütlich drauf losschreiben. Das waren zwei kurze Tipps, die euch dabei helfen, schneller Nachrichten an andere Spieler und eure Freunde zu senden. Wenn es euch weitergeholfen hat, könnt ihr uns gerne ein Like und ein kostenloses Abo dalassen, um in Zukunft keine neuen Features zu verpassen. Ich bin mal wieder raus und freue mich auf euch in den nächsten Videos. Bis dann!